Hochverehrte Studierende, herzlich willkommen zur dritten Vorlesung im Immaterialgüterrecht und zur zweiten Vorlesung im Urheberrecht. Wir gehen heute durch diese Dreiergliederung durch, die ich Ihnen ja in der letzten Vorlesung schon vorgestellt hatte. Das ist prinzipiell unser Programm. Und wie Sie da auf der linken Seite erkennen können, geht es hinterher nochmal in die Frage der Schutzhindernisse hinein. Das ist eigentlich ja eine Nichtprüfung, denn wie ich Ihnen erzählt habe, in der vorletzten Vorlesung schon erzählt habe, gibt es im Urheberrecht ja keine Schutzhindernisse, während es in den gewerblichen Schutzrechten sehr wohl welche gibt. Nichtsdestoweniger bietet mir genau dieses Fehlen der Schutzhindernisse dann am Ende der heutigen Vorlesung nochmal Gelegenheit für einige, wie ich hoffe, interessante Erwägungen. Dazu aber später. Wir legen los. Also nochmal zur Kontextualisierung. Ja. 2 Absatz 2 Urhebergesetz. Was ist ein Werk? Ein Werk liegt dann vor, wenn entweder Literatur, Wissenschaft, Kunst und zusätzlich die 2 Absatz 2 Urhebergesetz persönliche geistige Schöpfung. Und die unterteilen wir in diese 3 Tatbestandsmerkmale. Hier erstens persönlich, zweitens die Expression und drittens die Gestaltungshöhe bzw. Individualität. So, das ist das Programm. Los geht's mit erstens persönliche Schöpfung. Und dann gucken wir doch mal gleich hier drauf, nämlich auf dieses wunderschöne Bild. Und das wäre jetzt wieder eine Frage an die Studierenden im Hörsaal. Diese Frage würde ungefähr so lauten: Warum um alles in der Welt werfe ich Ihnen zur Erläuterung des Tatbestandsmerkmals persönlich ausgerechnet diese Zeichnung auf die Folie? Fragezeichen. Die Antwort ist die folgende. Da kommt meistens irgendjemand, kommt da drauf. Das hat kein Mensch gemalt, sondern ein Schimpanse. Das ist gar nicht so unhäufig. Die Zoos auf der Welt sind voll mit Tieren, die den ganzen Tag nichts zu tun haben. Diese Tiere fangen dann naturgemäß irgendwann an, komische Dinge zu tun. Und diese komischen Dinge bringen unter anderem mit sich, dass sie anfangen, Dinge zu tun, die eigentlich nur Menschen machen. Es gibt malende Elefanten. Im Zoo von Osnabrück gibt es einen malenden Orang-Utan und dergleichen mehr. Und was bedeutet das jetzt urheberrechtlich? Naja, urheberrechtlich bedeutet es, dieses Werk ist nicht persönlich, ist also nicht menschengemacht. Und da, wie Sie ja vielleicht schon mitbekommen haben, in entweder meiner Zivilrechtsvorlesung oder aber sonst wie, Tiere und weitere Lebewesen sind nicht fähig, Träger von Rechten oder Pflichten zu sein. Sie sind in jedem Fall keine Rechtssubjekte, sondern Rechtsobjekte, mit dem Ergebnis, dass dieses von einem Affen gemalte Bild nur ein Objekt ist, das von einem weiteren Objekt erschaffen wurde. Und jetzt habe ich den Satz aber auch insoweit fertig. Hieran besteht kein Urheberschutz. Es bedeutet übrigens natürlich, dass diese Tierbilder frei kopierbar sind, und dass die Zoos, die teilweise ein bisschen Geld damit verdienen, also in Osnabrück ist es zum Beispiel so, die verkaufen da in ihrem Zoogeschäft, verkaufen die Bilder von dem ortsansässigen Orang-Utan, dass die natürlich gerne verhindern würden, dass die jeweiligen Kunden dieses Bild sozusagen kopieren und dann weitervertreiben. Es ist jetzt nicht das Riesenbusiness, aber das wäre zumindest das ökonomische Interesse dahinter. Und wenn das ein menschengemachtes Bild wäre, dann könnte man das verhindern, weil dann würde eben Urheberrechtsschutz bestehen. Da es sich aber um ein affengemaltes Bild handelt, besteht dieser Urheberrechtsschutz nicht.
Dazu natürlich nicht klausurrelevant, diese kleine wahre Geschichte aus dem Schweden der 60er Jahre des vergangenen Jahrhunderts. Da haben sie es also tatsächlich gemacht, ja, zum Spaß, aber ich glaube, das war dann irgendwann, war das nicht mehr nur noch Spaß, das war so ein richtiger Hoax. Sie haben nämlich von diesem Affen namens Peter Werke anfertigen lassen, beziehungsweise urheberrechtlich gesprochen eben gerade keine Werke, und haben die unters Volk gebracht und haben die vor allem auch begutachten lassen, etc. Und dann das gewünschte Ergebnis erzielt, dass die Gutachter gesagt haben: Wow, das ist Kunst, animalische Kraft, etc. Weil sie eben nicht wussten, dass es in Wirklichkeit ein Affe gewesen war. Alter Schwede. Und wenn wir schon von Affen reden, dann darf natürlich dieser Makake auch nicht fehlen. Das hier ist jetzt also das berühmte Affenselfie. Ich selbst habe folgendes Problem. Ich habe die dazugehörige Geschichte inzwischen so oft erzählt, dass sie mich selbst langweilt. Dabei ist die Geschichte eigentlich wirklich gut. Ich habe das tausendmal in der Vorlesung gemacht. Ich habe das vor allem auch in der Parallelvorlesung Führen in globaler Verantwortung. Sogar da kommt das vor. Und ich habe beim Science Slam 2017 hier an der TU Kaiserslautern ebenfalls auf dieses Affenselfie Bezug genommen. Dazu gibt es ein Video hier auf diesem YouTube-Kanal. Das dauert 10 Minuten, halt typisch Science Slam. Das Video ist sehr gut geworden. Damals hatte ich auch noch die nötige Power in dieser Geschichte drin. Also wenn Sie die Langversion wollen, dann gucken Sie sich das an. Ich mache jetzt mit der gebotenen Kürze, denn es passiert jetzt nichts wirklich Neues mehr, mache ich diese Story, also den Streit darum, wem diese Affen-Selfies denn urheberrechtlich gehören. Die Antwort nehme ich schon vorweg: niemandem. Der hier zugrunde liegende Sachverhalt ist schon relativ speziell. Es kommt ein Tierfotograf von einer Dschungelexpedition zurück und bringt dieses Foto mit. Er erzählt dazu die Geschichte, dass er von einer Horde Affen überrascht worden sei, sich in Sicherheit gebracht habe und die Affen eben an seinen ganzen technische Ausrüstung drangegangen seien. Und hinterher hätte er dann auf seiner Kamera dieses Bild gefunden, woraus sich dann eben schließen lässt, dass er nicht selbst als Fotograf dieses Bild gemacht hat, sondern dass der Affe sich unwillentlich selbst fotografiert habe. Darum eben der Ausdruck Affenselfie. Nun muss man sich bei Fotografen vorstellen, im Berufsleben eines Fotografen kann es so ähnlich wie bei Musikern, die einen Hit schreiben und dann ihr ganzes Leben davon leben können, mehr oder weniger. So kann es bei Fotografen sein, dass die dieses eine Bild machen und dann einen erheblichen wirtschaftlichen Wert daraus ableiten können, weil eben alle möglichen Zeitschriften oder wer auch sonst immer dieses Bild gerne abdrucken möchten. Das heißt, das kann sehr, sehr, sehr wertvoll sein. Voraussetzung ist aber natürlich, dass an diesem Bild ein Urheberrecht besteht. Und dummerweise war es nun genau nach der Geschichte, die der Fotograf selbst erzählt hat, so, dass er dieses Bild nicht gemacht habe, dass demzufolge an diesem Bild keine Urheberrechte bestehen. Was ihm offenbar selber anfangs nicht klar gewesen war. Und als er es dann gemerkt hat, war es zu spät. Da war die Geschichte schon in der Welt. Also hieran kein Urheberrecht, da nicht persönlich, also nicht menschlich, da keine Schöpfungshöhe. Und hintendran steckt natürlich dieses ganze geistesgeschichtliche Problem, also dass wir nur uns Menschen als schöpfungsfähig, als überhaupt als rechtsfähig, aber dann eben auch als schöpfungsfähig ansehen. Was natürlich eine etwas simple Sichtweise ist, wenn man zum Beispiel in Rechnung stellt, dass wir mit
einigen Affenarten, also jetzt nicht mit den Makaken, aber zumindest mit den Schimpansen, einen sehr großen Teil unserer genetischen Ausstattung teilen. Wenn man in Rechnung stellt, dass manche Affen besser malen und wie man hier sieht, offenbar auch besser fotografieren als manche Menschen. Und wenn man das dann noch weiter ausweitet auf Werke, die nicht geschaffen worden sind von Affen, sondern zum Beispiel von Computerprogrammen, von künstlicher Intelligenz, was ja also sowohl im literarischen Bereich als auch im Musikbereich insbesondere, als auch teilweise im Bereich der bildenden Kunst zunehmend vorkommt. Und die Antwort des Rechts ist bis heute so simpel, wie ich es gerade dargestellt habe: Was nicht menschlicher Ausdruck ist, ist kein Werk, da keine Schöpfungshöhe und eben innerhalb der Schöpfungshöhe da nicht persönlich. Jeweils ist also dieses Merkmal der Persönlichkeit nicht erfüllt. Es liegt auf der Hand, dass wir da noch eine Menge drum streiten werden. Wir haben jetzt bei den Patentämtern die ersten Anmeldungen für Erfindungen. Also ich bin kurz raus aus dem Urheberrecht, aber es ist exakt das gleiche Problem von Erfindungen, die im Wesentlichen durch Artificial Intelligence getätigt wurden. Und bislang sieht es so aus, als würden die Patentämter sagen, nee, dann ist das nicht schutzfähig, dann ist das frei. Wir haben zunehmend Musikprogramme, die mehr oder weniger den gesamten Kompositionsvorgang alleine übernehmen können. Und ich selbst formuliere es für mich so, aber das ist schon ziemlich, sagen wir mal, das ist so wackelig, wie eben das ganze Gebiet wackelig ist. Ich versuche das so einstweilen mit einer je-desto-Formulierung zu bewältigen. Das heißt, je höher der menschliche Kreativitätsanteil ist, desto eher kann man von einer Schöpfung ausgehen. Und je geringer der ist, desto weniger Schöpfungshöhe ist gegeben. Dass da ein Graubereich existiert, steht außer Zweifel. Und dass ich den hier und jetzt nicht lösen kann, ist Ihnen hoffentlich genauso einsichtig. Was dieses Bild nun betrifft und was das letzte Bild betrifft, ist die Antwort allerdings einfach: jeweils hundertprozentige Affenkunst in Anführungszeichen, demzufolge keine Kunst. Hieraus folgt dann, und das ist jetzt nur noch konsequent, zum Tatbestandsmerkmal persönlich der Satz: Es hängt alles am Menschen. Und zwar, darauf möchte ich dann schon nochmal hinweisen, am Menschen unabhängig von seinen Fähigkeiten, unabhängig von seinem geistigen Zustand und unabhängig von seinem Alter, ebenfalls unabhängig von seiner Ausbildung. Ja, also man muss kein Profimaler sein, um das Urheberrecht an Werken der bildenden Kunst zu halten. Genauso wenig wie man ein Profimusiker oder ein ausgebildeter Architekt oder sonst irgendwas sein muss. Rein theoretisch kann das Urheberrecht jedem Menschen zustehen. Und die hier genannten Beispiele gelten. Also erstens, das geht bereits mit den Kleinkindern los. Ja. Also ganz, ganz typisches Beispiel: An so einem Schulaufsatz aus der 6. Klasse kann, wenn die Schöpfungshöhe dann hinterher und Individualität erreicht ist, selbstverständlich ein Urheberrecht bestehen. Nächstes Beispiel, geistiger Zustand, ich sage Ihnen nichts Neues, wesentliche Teile der Pop- und Rockmusik und auch Hip-Hop werden unter dem Einfluss von Drogen komponiert. Das hat natürlich für die urheberrechtliche Qualität überhaupt keine Bedeutung. Es ist schlicht und ergreifend egal. Und in den unteren beiden Punkten sehen Sie die von mir gerade eben schon angesprochene Frage: Wie ist das mit den technisch generierten, in Anführungsstrichen, Werken? Und jetzt der je-desto-Satz, ja, also inwieweit sich noch die menschliche Kreativität in einem Werk äußert, für mich immer Gegenstand für Forschungsprojekte, Masterarbeiten oder Dissertationen oder sowas, quer durch das geistige Eigentum durch. Ja. Also die gleiche Frage haben wir, wie gerade schon angesprochen, im Patent und auch im Design natürlich. Hierzu einer dieser irrsinnigen Fälle,
die man sich kaum ausdenken kann, die aber dennoch vorkommen. Das arme Oberlandesgericht Frankfurt hatte sich mit A Course in Miracles, mit den göttlichen Eingebungen, auseinanderzusetzen. Es geht um das Werk A Course in Miracles, das in den 60er Jahren letzten Jahrhunderts in den USA geschrieben worden war. Und die Autorin, Sie sehen es hier vor sich, hatte angegeben, der Text sei nicht von ihr, sondern Jesus selbst habe ihr den Text quasi diktiert, in Wachträumen, darum also die göttlichen Eingebungen, und sie selbst sei nur eine Art Schreibkraft gewesen. In Klammern, das war natürlich auch eine Verkaufsstrategie. Dieses Buch ist relativ erfolgreich, schon seit vielen, vielen Jahren. Die Leute wollen das sehen, wollen das lesen, gerade weil sozusagen es die Worte von Jesus angeblich sind. Und interessanterweise hat das Buch nochmal den Boost erfahren 2019, weil nämlich, als die Demokratische Partei in den Vereinigten Staaten ihren Kandidaten zur Präsidentschaftswahl gekürt hat, der dann am Ende der Joe Biden geworden ist, gab es eine Kandidatin, die so ein bisschen esoterisch und jedenfalls christlich angehaucht war, und die hat sich immer wieder auf genau dieses Buch berufen. So. Klammer zu. Jetzt zurück zum Urheberrecht. Wer bis hierhin mitgedacht hat, erkennt das Problem, was jetzt sich stellt, das urheberrechtliche Problem, natürlich auf den ersten Blick. Die Autorin behauptet, sie habe sich das nicht ausgedacht, sondern Jesus habe ihr das diktiert. Ab jetzt kommt, was kommen muss. Die Beklagte ist ein deutscher Verlag. Und hat hier in Deutschland, darum landete das in Frankfurt dann beim Oberlandesgericht, Teile dieses Textes, also wesentliche Teile dieses Textes in Deutschland veröffentlicht und beruft sich, und das würde ich auch machen, natürlich, wenn ich versuchen würde, das zu rechtfertigen, würde ich sagen, ein Urheberrecht gibt es doch gar nicht, denn die Autorin hat doch selbst gesagt, sie sei gar nicht Urheberin, sondern sie habe nur das aufgeschrieben als reine Schreibkraft, was Jesus von Nazareth ihr in ihren Wachträumen diktiert hat. Und dieses Argument dockt genau da an, wo wir gerade sind, nämlich bei der Frage des Werkes, dort insbesondere bei der Frage der Schöpfungshöhe, 2 Absatz 2, und dort bei dem Tatbestandsmerkmal der persönlichen geistigen Leistung. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich am Anfang, also einerseits hat jeder Richter Lust, so ein Verfahren auf den Schreibtisch zu kriegen, weil es irgendwie aufregend ist. Gleichzeitig habe ich die Kollegen am Oberlandesgericht Frankfurt nicht beneidet, weil ich mir gedacht habe, oh weia, wie kommen die aus diesem Gemisch von Fragestellungen, die da drin stecken, ne, und auch noch mit diesem religiösen Bezug, wie kommen die da am besten raus? Und ich muss sagen, ich habe eine gewisse Hochachtung davor, wie das Oberlandesgericht Frankfurt das hier gemacht hat. Die haben nämlich, und das sehe ich als das Schlüsselwort, haben nämlich auf die Relevanz der jeweiligen Inspirationen rekurriert. Und damit sind sie eigentlich, wie ich zumindest finde, zu einer ganz schönen Argumentation gekommen. Wie Sie da in dem untersten Absatz sehen, das Oberlandesgericht hat sich also nicht auf dieses Schreibkraftargument eingelassen, sondern hat der Klage stattgegeben gegen diesen deutschen Verlag, hat also das Urheberrecht an diesem Buch anerkannt, das den, ich nehme an, Erbinnen oder Erben der Autorin sozusagen zugesprochen. Schon mal vorneweg. Das halte ich für ein praktikables Ergebnis. Also so von hinten her gedacht, finde ich das relativ stimmig bei einem Buch, was ja also nicht nichts ist, ja, sondern Literatur, die sich verkauft. So, der Kniff kommt nun über die Inspiration. Jenseitige Inspirationen, sagt das Oberlandesgericht, sind dem menschlichen Empfänger zuzurechnen. Das ist
deswegen schön, weil natürlich Inspiration bei jeder Form von Literatur oder Wissenschaft oder Kunst eine Rolle spielen kann und zumeist auch eine Rolle spielt. Die Leute werden inspiriert, ja, also sozusagen in ihrem Geist angeregt, keine Ahnung, durch das Singen der Vögel, durch das Rauschen des Wassers, durch das Blau des Himmels, durch was auch immer. Und das ändert aber nichts daran, das ist der Grundgedanke, dass trotzdem der Mensch, der am Ende daraus etwas macht, der jeweilige Urheber ist. So, und wenn man das mal so festgestellt hat, dann kann man so weiter argumentieren, wie das die Frankfurter hier gemacht haben. Die Behauptung, dass von einem Menschen ja immerhin geschriebene Werk verdanke sich metaphysische Inspiration, ja, ist dann analog anderen Inspirationen kein Hindernis dafür, von einem Werk auszugehen. Das ist ganz gut gerettet, aber wie so oft im Urheberrecht, auch, ne, auch hier, der eine sagt so, der andere sagt so. Insbesondere funktioniert dieses Urteil natürlich deswegen, weil die tatsächliche Autorin nicht mehr lebt, die ja nun genau das Gegenteil behauptet hat. Gut, ich lasse es mal so stehen. Damit haben wir jetzt aber die Frage des Persönlichen abgeschlossen. Damit komme ich zum zweiten Tatbestandsmerkmal, nämlich folgendem Satz: Das Urheberrecht schützt den menschlichen Ausdruck, den realen und konkreten Ausdruck menschlicher Kreativität. Es schützt nicht die Idee. Es schützt nicht das Konzept. Es schützt nicht den abstrakten Stil. Das gucken wir uns jetzt gleich an und es gibt auch ganz schöne Vorschriften und schöne Beispiele zu diesem Thema. Nur, ich möchte es jetzt bereits vorneweg schicken, man hört so oft den Satz, der Schutz der Idee durch das geistige Eigentum oder irgend sowas Komisches. Das liest man auch so, klar, in den üblichen nicht-juristischen Zeitungen, weil die Leute sich das eben so denken. Dieser Satz ist falsch. Kein Ideenschutz. Und unter uns, das ist auch gut so. Es gibt ein Abkommen, nämlich das sogenannte TRIPS-Abkommen. TRIPS bedeutet Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights. Handelsbezogene Aspekte des geistigen Eigentums. Das wird administriert von der WTO, also der Welthandelsorganisation, und gibt seit den 90er Jahren des letzten Jahrhunderts und es dient plus minus dazu, bei allen Mitgliedern der WTO Mindeststandards einzuführen, die sie dem jeweiligen nationalen Schutz des geistigen Eigentums zugute lassen sollen. Also Mindeststandards im Patent, Mindeststandards im Markenrecht, Mindeststandards im Urheberrecht und so weiter und so weiter. So. Und in diesem TRIPS-Abkommen gibt es den Artikel 9, der sich dem Urheberrecht widmet und dort insbesondere den 9 Absatz 2. Den drucke ich Ihnen hier deswegen ab. Also erstens, Sie haben es, wenn Sie das gelbe Gesetzbuch haben, das TRIPS-Abkommen da leider nicht drin, obwohl ich finde, es sollte da eigentlich drin stehen, aber egal. Und in dieser Klarheit steht diese Idea-Expression-Dichotomie, die ich da, also die Dichotomie zwischen Idee, zwischen nicht geschützter Idee auf der einen Seite und sehr wohl geschütztem wahrnehmbarem Ausdruck, Expression auf der anderen Seite, die steht leider im deutschen Urhebergesetz, was ja noch original aus dem 19. Jahrhundert ist, so leider nicht drin. Insofern ist dieses TRIPS-Abkommen der beste Anker, den man an dieser Stelle hat. Es gilt aber jedenfalls das, was da steht, als urheberrechtlicher Grundsatz. Copyright Protection, Urheberschutz, shall extend to expressions and not to ideas. Super, ja, sowas Klares wünscht man sich. Shall extend to expressions, not to ideas, not to procedures, not to methods
of Operation und mathematische Konzepte als solche. Das heißt, ich brauche immer, sei es in der Literatur, in der Wissenschaft oder Kunst, einen konkreten Ausdruck, der geschützt wird. Wir haben das so ein bisschen im Paragraphen 69a und dort dem Absatz 2. Und Sie haben Ihr Gesetz ja aufgeschlagen vor sich liegen. Und da gucken wir jetzt mal rein. Damit wir uns nicht verlaufen im Urhebergesetz, diese 69a fortfolgende sind, wie man an den kleinen Buchstaben schon sich denken kann, nachträglich eingefügte Vorschriften, die sich auf den Schutz von Computerprogrammen beziehen. Dieser 69a ist also auf die Computerprogramme gemünzt und gilt damit technisch nicht für das gesamte Urheberrecht, aber er formuliert eben diesen Grundsatz, dieses Prinzip, das im ganzen Urheberrecht gilt und ist insofern eine Variante dessen, was in dem neuen Absatz 2 TRIPS schon drinnen steht. Ich lese den Absatz 1 auch mal mit. Also Sie sehen Abschnitt 8, besondere Bestimmungen für die Computerprogramme, die ja urheberrechtlich geschützt werden als Sprachwerke, also als eine Variante der Literatur. Dann 69a, Schutzgegenstand, Absatz 1, Computerprogramme im Sinne des Urhebergesetzes sind Programme in jeder Gestalt. Da steckt das auch schon so ein bisschen drin, ne? In jeder Gestalt, also in jeder konkreten Gestaltung sozusagen, einschließlich Entwurfsmaterial. Und jetzt kommt der Absatz 2. Der Schutz gilt für alle, und das unterstreichen Sie sich, Ausdrucksformeln. Ja, das ist die Expression, wie sie auch in neuen Absatz 2 TRIPS drinnen steht. Und dann kommt Ideen und Grundsätze, die zugrunde liegen. Einschließlich Schnittstellen, Ideen und Grundsätze sind nicht geschützt. In Einzelheiten kann es dann wieder problematisch werden, aber den Grundsatz, den haben wir damit zumindest mal festgehalten. Urheberrecht schützt keine Ideen und ich fasse es weiter, geistiges Eigentum schützt keine Ideen. Und wie ich oben schon sagte, das ist gut so, denn die Ideen sind was? Frei. Sehr schön. Das führt, wie Sie hier unten auf der Folie sehen können, zu folgendem ab hier jetzt nur noch logischen Phänomen, dass Konzepte für Shows oder Konzepte für Sendungen oder eben auch Formate nicht, Achtung, urheberrechtlich geschützt sind. Die üblichen Verdächtigen, Voice of Germany, Let's Dance, Britain's Got Talent, DSDS, Deutschland sucht den Superstar, der unvermeidliche Big Brother und so weiter und so weiter, die sind als Konzepte frei. Das heißt, wenn ich heute die Idee hätte, ich nehme eine einsame Insel, da tue ich lauter Promis drauf und filme die dabei, dann kann niemand, der ein ähnliches Konzept bereits genutzt und berühmt gemacht hat, mich daran hindern. Das Konzept als solches ist frei. Auch das übrigens ist eine gute Nachricht. Jetzt, wo endet die Freiheit? Naja, die Freiheit endet an der konkreten Sendung. Also wenn dann was ausgestrahlt ist, dann ist diese Sendung, also das 90-Minuten-Ding, als Filmwerk natürlich geschützt und darf nicht einfach von jemand anderem auch gesendet werden. Das ändert aber nichts an der Freiheit des dahinterstehenden Konzepts. So viel dürfte, glaube ich, jetzt jedem einleuchten. Und jetzt kommt noch so ein kleines Achtung. DSDS, also Deutschland sucht den Superstar, Tanzen mit den Stars, wie heißt's? Let's Dance, keine Ahnung, The Biggest Loser, also was es da alles gibt. Was wir alle jeden Abend auf RTL 2 und Pro7 angucken, die ganze Zeit, ist natürlich ziemlich, ziemlich erheblich immaterialgüterrechtlich geschützt, aber nicht im urheberrechtlichen Sinne, sondern, na, kommen Sie drauf, das sind alles eingetragene Marken.
Und dieser Markenschutz, der da überall im Zweifel existiert, der hilft den Sendern natürlich relativ weit. Also wenn sie es mal geschafft haben, eine Marke wie Voice of Germany oder Schlag den Raab oder irgend so ein Zeug zu etablieren und die Leute wissen, was das ist, dann kann zwar jemand anders auch so ein ähnliches Spiel oder so ein ähnliches Showformat oder vielleicht sogar das nahezu identische Showformat nutzen, aber wenn die Marke mit den entsprechenden prominenten Gesichtern dazu eingeführt ist, dann sichert einem das die Aufmerksamkeit und damit auch die Werbeeinnahmen, die die Sender so dringend brauchen. Zu diesem Themenkomplex, nämlich Schutz des Ausdrucks, nicht hingegen der Idee und nicht hingegen des bloßen Konzepts, habe ich Ihnen drei Fälle mitgebracht. Erstens ZDF, zweitens Frischkäse und drittens FC Bayern München. Dieser erste Fall, Forstrevier Alpsee, beziehungsweise Sie sehen es unten im vierten Absatz, Forsthaus Falkenau, wie es dann in der Realität hieß, geht relativ klar durch. Auch wenn man sagen muss, unter Gerechtigkeitsaspekten tut es ein kleines bisschen weh. Wir hatten Kläger, die ein Konzept entwickelt hatten zu einer Fernsehserie, und zwar in den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts. Die sollte heißen Forstrevier Alpsee. Damit sind sie zum Fernsehsender ihrer Wahl gegangen und haben dieses Konzept dort angeboten. Und zu diesem Konzept, der Idee, gehörte eben der verwitwete Förster. Probleme und Nöte des Försters und Konflikt, Rentabilität, Ökologie. Sie sehen es dann weiter unten, wesentliche Elemente dieses Konzepts. Adlige, ja, zielgruppengerecht, sowie die Natur, bayerische Alpenlandschaft etc. etc. Das war also die tolle Idee. Dieses Konzept wurde von der beklagten Fernsehanstalt, nämlich dem Zweiten Deutschen Fernsehen, abgelehnt, schriftlich: Nein, tut mir leid, wir haben kein Interesse daran. Und es verging nicht viel Zeit, und plötzlich tauchte was im ZDF auf und lief da auch lange Zeit, nämlich bis, glaube ich, also ist noch gar nicht so lange her, bis so plus minus 2013, lief die dann relativ erfolgreiche Serie Forsthaus Falkenau. Und siehe da, ich bin jetzt hier im vierten Absatz, im Mittelpunkt wiederum ein Förster verwitwet, wiederum Umweltfragen, wiederum das Adelshaus und wiederum natürlich die überwältigende bayerische Berglandschaft, innerhalb derer das alles an den Zuschauer und die Zuschauerin gebracht wird. Es wurde geklagt und die Kläger haben sich auf ihr Urheberrecht an, Sie ahnen es, dem Konzept, das sie angeboten und vorgestellt hatten, berufen. Ich habe es vorhin schon gesagt, es geht relativ glatt durch. Das Konzept ist als solches nicht schutzfähig. Wenn Sie mit schriftlichem Material gekommen sind, was ich nicht weiß, dann hätte dieses schriftliche Material nicht kopiert werden dürfen. Aber das war nicht das Problem und das war nicht die Frage, sondern es blieb bei der Behauptung des Konzepts als solchem und des Urheberrechts an dem Konzept als solchen. Und wie ich bereits gesagt habe, 9 Absatz 2 TRIPS hat damals noch nicht existiert, aber das ist eben der urheberrechtliche Grundsatz. Das Urheberrecht schützt eben nur den konkreten Ausdruck, den konkreten Film, die konkrete Sendung, nicht die Idee und nicht das Konzept. Damit wurde die Klage abgewiesen. Und das meinte ich mit dem Gerechtigkeitsgehalt. Ja, also es riecht schon danach, dass hier eine Idee geklaut wurde. Aber Ideenklau ist eben nicht illegal. Okay, dann machen wir Frischkäse.
Lecker. Dem Europäischen Gerichtshof wurde die Frage vorgelegt, ob der Geschmack eines Lebensmittels urheberrechtlich geschützt ist. Wie Sie oben in der ersten Zeile bereits sehen, an den Wörtern mit den vielen A's da oben drin, sehen Sie also, es handelt sich hier offenbar um zwei holländische Firmen und behauptet wurde, dass der Frischkäse der einen Firma das Urheberrecht am Geschmack des Frischkäses der anderen Firma verletzen würde. Ich gestehe freimütig, dass als ich davon gehört habe, dass es diesen Streit gibt und dass der bis hoch zum Europäischen Gerichtshof geht, habe ich mich schwerst am Kopf gekratzt und habe mir gedacht, was wollen die eigentlich? Ich selbst hätte jetzt mal so ohne dass ich mich näher damit befasst habe, hätte wahrscheinlich irgendwo da eingehakt, dass ich gesagt hätte, Frischkäse als urheberrechtliches Werk, Fragezeichen. Und dann hätte ich gesagt, Literatur, wohl nicht. Wissenschaft, wohl irgendwie auch nicht. Und dann Frischkäse als Kunst, ein Geschmack als Kunst. Und irgendwie da hätte ich an dieser Stelle wahrscheinlich die Akte zugemacht und hätte gesagt, geht nach Hause, daran gibt es kein Urheberrecht. Der Europäische Gerichtshof hat das, und darum steht das hier, schöner gemacht und besser gemacht. Und ich finde, dass das, was wir jetzt uns da angucken können, auch für jemanden, der irgendwann mal eine Klausur schreiben will im Immaterialgüterrecht, das ist schon wirklich sehr, sehr, sehr akkurat, wie die das begründet haben. Mein Computer meldet sich, will eine neue Folie, aber nein, du kriegst keine neue Folie. Wir machen jetzt mit dieser Folie erst nochmal weiter. Vorneweg, wo es drauf hinauslaufen soll, dass wir wissen, wo also der Weg hingeht, am Geschmack von Lebensmitteln soll kein Urheberrecht bestehen. Und Sie ahnen auch bereits, dass der EuGH, weil da sind wir ja gerade in der Vorlesung, sich an dem Tatbestandsmerkmal des Ausdrucks, also der Expression, darauf rekurrieren wird. So, zuerst, ich fange oben an, stellen die fest, dass der Geschmack eines Lebensmittels nur dann urheberrechtlich schutzfähig ist, wenn er als Werk, wenn also der Geschmack ein Werk wäre. Diese Einstufung, wunderbar, schulmäßig, setzt voraus, dass das betreffende Objekt, also hier der Geschmack, eine eigene geistige Schöpfung ist, so wie wir es in § 2 Absatz 2 Urhebergesetz stehen haben. Für ein deutsches Gericht würde das jetzt hier zitiert werden. So. Sie verlangt darüber hinaus einen Ausdruck dieser eigenen geistigen Schöpfung. Das ist der 9 Absatz 2 Chips, wie ich ihn vorhin auf die Folie geworfen habe. Und das wird auch tatsächlich zitiert. Nach dem Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte des geistigen Eigentums, das ist genau Chips, das im Rahmen WTO, ersteckt der urheberrechtliche Schutz sich nicht, und das wissen wir jetzt alles, Ideen, Verfahren, Arbeitsweisen, mathematische Konzepte etc. etc., sondern auf die Expression. Jetzt bin ich schon in der Mitte. Folglich impliziert der Begriff Werk notwendigerweise eine Ausdrucksform des urheberrechtlichen Schutzobjekts. Und jetzt kommt der Turn, die es mit hinreichender Genauigkeit und Objektivität identifizierbar werden lässt. An dieser Stelle hat der EuGH dem Gesetz plötzlich was hinzugefügt. Ja, haben Sie gemerkt? Plötzlich hat er gesagt, ja, der Ausdruck ist schön und gut, aber dieser Ausdruck muss genau und objektiv sein. Unter uns, das funktioniert jetzt, wenn die daraus dann das ableiten, dass das für den Frischkäsegeschmack nicht gilt. Das funktioniert prima. Man kann natürlich, aber das ist im Urheberrecht oft so, immer noch einen ganz kleinen Bauchschmerz haben, denn es gibt schon urheberrechtliche Ausdrucksweisen, die nicht besonders genau und objektiv sind. Also so Spontankunst, irgendwelche Happenings und solche Dinge oder auch Notenschrift, ja, in der Musik. Sie haben eine Notenschrift und davon gibt es eine
unbegrenzte Vielzahl möglicher Interpretationen hinterher in der Realität. Darum haben wir unterschiedliche Pianisten, unterschiedliche Geiger, unterschiedliche Cellisten, unterschiedliche Tubisten und Pauker und Dirigenten. Das heißt, mit der Genauigkeit und der Objektivität ist man im Urheberrecht oft nicht bei 100%. Aber in Ordnung, hier für den Frischkäse wollen wir es mal akzeptieren. Hier also, Gerichtshof stellt fest, dass im Fall des Geschmacks diese objektive Identifikationsmöglichkeit fehlt. Sie lesen mit. Anders als beispielsweise Literatur, bildende Kunst, Filme, Musik, naja, dass eine präzise und objektive Ausdrucksform darstellt, beruht, so der EuGH, die Identifikation des Geschmacks im Wesentlichen auf subjektiven Geschmacksempfindungen und Erfahrungen. Und das finde ich ganz okay, subjektiv und veränderlich. Jetzt wird es so ein bisschen biologisch. Ja. Diese hängen nämlich unter anderem von persönlichen Faktoren ab, zum Beispiel Alter, Ernährungsvorlieben. Klar, wenn ich jeden Tag Chili mit Curry esse, dann ist es ein bisschen anders, als wenn es die ganze Zeit nur Petersilie ist. Passt schon. Sowie von der Umwelt, im Kontext und so weiter und so weiter. Zudem sagen die, ich akzeptiere das mal so, ich bin kein Experte, nach gegenwärtigem Stand der Wissenschaft ist eine genaue und objektive Identifikation von Geschmack technisch nicht möglich. Damit sind wir bei einem Ergebnis, von dem ich wieder behaupten würde, das passt so. Geschmack ist keine Kunst. Daraus folgt dann aber auch, dass Spitzenköche, die irgendwie 10 Sterne haben und von der ganzen Welt angebetet werden wegen ihrer Kochkunst, dass die genau keine Künstler sind und ihre Kochkunst keine Kunst. Ist ein bisschen bitter, ja, für den Herrn Witzigmann und wie sie auch sonst noch so heißen mögen, aber das ist das urheberrechtliche Ergebnis, hier festgemacht am Ausdruck. Ich habe mich dann daran erinnert, dass wir dieses Problem aus einer anderen Branche kennen, wo es exakt genau das Gleiche ist. Die Hersteller von Düften, ja, und auch mit Düften wird ja viel Umsatz gemacht. Und auch da könnte man wieder sagen, darf man natürlich auch nicht juristisch sagen, die Kreation eines Duftes ist Kunst. Aber nein, auch Düfte, Parfums werden nicht urheberrechtlich geschützt. Auch hier wieder eine schlechte Nachricht für die Leute, die ja sehr feine Nasen haben und möglicherweise sehr, sehr gut ausgebildet sind und möglicherweise über große Talente verfügen. Aber nein, wir nehmen die Parfums aus dem urheberschutzfähigen Bereich heraus, was dann im Ergebnis dazu führt, und das ist jetzt keine Überraschung mehr für Sie, dass das Business, das Parfum-Business vor allem über die Marken funktioniert. Das war der Frischkäse und jetzt komme ich endlich zum Fußball. Der folgende Fall ist deswegen nett. Also erstens natürlich Fußball, okay, das weckt manche Studierende im Hörsaal auf. Zweitens ist die Beklagte die FC Bayern München AG, die diesen Fall noch dazu verlieren wird. Das macht einigen hier in der Westpfalz immer Freude. Und drittens, schön an diesem Fall ist, er ist relativ aktuell, stammt nämlich aus dem Jahr 2020. The Real Batman mit D.D. And Robin, ah, schon wieder ein Holländer, guck mal. Aus dem Jahr 2020, Landgericht München. Das ist erstmal erste Instanz. Es kann sein, dass wir noch weiter streiten, aber die Pressemitteilungen zu diesem erstinstanzlichen Urteil, die sind schon mal so durch den Blätterwald gegangen. Klar, darauf stürzen sich auch die Zeitungen. Also, Klage eines Grafikers
gegen den größten und besten Fußballverein der Welt, nämlich den FC Bayern München. Wir machen kein Gesellschaftsrecht, darum ist die Aktiengesellschaft ist egal, das interessiert uns nicht. Diese klagende Grafiker hat Folgendes abgebildet. Zwei Spieler, nämlich einerseits den Arjen Robben und zum anderen den Franck Ribéry. Und die hat er wie abgebildet, ne? The Real Batman and Robin, den Ribéry mit Batman-Maske und Cape und den Robben ebenfalls mit Maske. Wenn Sie jetzt ein bisschen sich in der populären Literatur auskennen, dann ahnen Sie bereits, warum der das gemacht hat. Es gibt eben aus dem, ist es Marvel-Universum? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Also aus der Welt der Filme und der gezeichneten Geschichten gibt es eben Batman und Robin. Also Batman mit T und Robin mit OBI natürlich. Ja. Und das hat er so hingedreht, dass er also diese beiden Fußballer in die jeweiligen Kostüme gemacht hat. Darunter steht der Slogan The Real Batman and Robin. Diese Abbildungen wurden real beim Spiel Bayern gegen den BVB im DFB-Pokal in der Fankurve gezeigt, was dann ungefähr so ausgesehen hat. Und jetzt beginnt eine typische, also fürs Urheberrecht typische Konstellation. Dieses Bild war eigentlich nur für die Choreo gedacht, war für dieses Spiel gedacht, aber die Idee war so gut, dass die Beklagte, also der FC Bayern München, danach das Motiv weiter genutzt hat im Großraum-Merchandising. Ja? Also vertrieben werden durch die Beklagte, den Fußballverein, Becher, T-Shirts und da steht eben auch The Real Batman und Robin. Und auch wenn das neu gezeichnet wird, bleibt es dabei, Batman-Kostüme und die Masken und die Capes und dieses ganze Zeug. Und hiergegen klagt unser Originalgrafiker und sagt, ihr verwendet mein Werk. Und damit sind wir genau da, wo wir zurzeit ja ohnehin sind, nämlich bei der Frage, ist das ein Werk? Und was genau ist eigentlich das Werk? Der beklagte Fußballverein hatte sich nämlich unter anderem auf die Argumentation berufen, dass er gesagt hatte, das, was du da gemacht hast, ist kein Werk, sondern du hast im Grunde nur eine Idee gehabt und deine Idee lag darin, dass man den Comic Batman und Robin, dass man das zusammenpackt oder ineinander verwebt, mit diesen beiden Fußballspielern, die derzeit unsere Flügelzange beim FC Bayern München bilden. Ich zitiere, Sie können mitlesen, direkt aus dem Urteil, das dem Grafiker Recht gegeben hat. Das Landgericht ist der Meinung, dass die Zeichnung zusammen mit dem Slogan, also mit dem ja, in den Comics so in dieser Form nicht vorhandenen Slogan, nämlich The Real Batman and Robin, zusammen ein schutzfähiges Werk im Sinne 2 Urhebergesetz bilden. Der Einwand des Fußballvereins, es handle sich nur um eine nicht schutzfähige Idee, wird verworfen. Und so sagt das Landgericht, der Kläger habe die Eigenschaften der Originalfiguren mit denen der beiden Fußballspieler neu verwoben und durch diesen schöpferischen Akt neue Figuren geschaffen und diesen Figuren käme ein eigenständiger Schutz zu. Die Beklagte habe in ihren Merchandising-Produkten die wesentlichen Merkmale übernommen, mitsamt dem auch dann wortgleichen Slogan. Und darum habe der Kläger Anspruch auf, Unterlassung wäre das Erste, das war dem aber hier gar nicht so wichtig, sondern der wollte ein bisschen mitverdienen. Das machen wir dann hinterher, wenn wir bei den Rechtsfolgen sind, bei den Schutzwirkungen. Also jetzt Anspruch auf Auskunft über den erwirtschafteten Gewinn, Schadensersatz, Anwaltskosten. Auch hier Ausdruck. Das bringt mich zum dritten und letzten Tatbestandsmerkmal, nämlich der sogenannten Individualität, Gestaltungshöhe, sehr schönes Wort.
zwei einleitende Bemerkungen. Erstens, Sie erinnern sich an die letzte Folie, ja? Wenn das Haus nasse Füße hat. Das haben wir daran scheitern lassen. Ich habe in der letzten Vorlesung, glaube ich, die Frage gestellt, wie kreativ warst du eigentlich? Da merken Sie bereits, das hat natürlich ein quantitatives Element. Ja? Das ist also sozusagen, kommt man über die notwendige Gestaltungshöhe hinaus? Wenn ja, ist es ein Werk. Wenn nein, ist es frei. Zweite Vorbemerkung. Das ist, wie Sie aus der Fülle der nun kommenden Beispiele sehen werden, das, worum am meisten gestritten wird. Und dazu gibt es also erstens massenhaft Literatur, zweitens massenhaft Rechtsprechung. Ich versuche Ihnen das Griffigste jetzt in den folgenden Folien zu präsentieren. Diese Sätze hier, diese vier zumindest, die nicht rot eingefasst sind, sind typische Formulierungen in Lehrbüchern und auch Dinge, die wir in unsere Urteile reinschreiben. Es zielt alles wieder auf den Menschen und seine Kreativität, darum eben auch Individualität. Es muss der individuelle menschliche Geist des Menschen wahrnehmbar sein. Zweiter Punkt, individuelles Schaffen, persönliche Schöpfung von individueller Ausdruckskraft. Und damit grenzt diese Gestaltungshöhe, Individualität, bildet die Untergrenze des Urheberrechts. Ja, das steht da so nicht drin, aber das ist damit gemeint mit diesem dritten Punkt. Grenzt somit die schutzfähige Schöpfung nach 2 Absatz 2 Urhebergesetz von den nicht schutzfähigen Gebilden ab und bestimmt somit später auch den Schutzumfang. Es dient also der Aussonderung der einfachen Alltagserzeugnisse, ja, also ich schreibe auf Twitter oder auf Joodle oder irgendwas sowas wie die Klausur OR ist raus oder sowas. Das ist keine Literatur, mangels Individualität, mangels Gestaltungshöhe. Und wenn ich es aber schaffe, über diese Gestaltungshöhe hinwegzukommen, mit zum Beispiel einem längeren Brief, einem Gedicht etc. etc., dann bin ich im Urheberrechtsschutz drin. Ich selbst mag diesen unteren Satz, der ist von mir, dieser rote, das ist eben das, was der Paragraph 11, den ich Ihnen ja in der letzten Vorlesung bereits vorgestellt habe, im Grunde sagt. Ja, das Urheberrecht sucht im Werk nach dem Menschen. Ne? Es sucht nach der menschlichen Stimme, nach dem menschlichen Ausdruck. Wenn es ihn gefunden hat, dann ist eben der Mensch das zentrale Schutzsubjekt des Urheberrechts. Nicht in erster Linie das Werk, sondern der im Werk vorhandene Mensch. Ich weiß nicht, ob ich es letzte Woche schon mal gesagt habe. Wenn Sie Musik hören oder sich ein Bild angucken von bereits verstorbenen Künstlern, dann, das klingt ein bisschen pathetisch, aber ich glaube, dass das so stimmt. Dann spricht dieser Mensch immer noch zu Ihnen. Und das ist im Grunde diese individuelle Stimme, die verwirklicht sich im Urheberrecht und hier im Tatbestandsmerkmal der Gestaltungshöhe. Soweit so gut. Bis hierhin kann man das akzeptieren, aber wenn wir schon eine Untergrenze formulieren, ja, also sozusagen sagen, und das ist zu schlecht, das ist nicht Kunst, ja, oder das ist doch keine richtige Musik, oder das ist doch nur irgendein Krixelkraxel, kein richtiges Bild, sowas. Ja. Wenn wir also diese Untergrenze festlegen wollen, dann steht das Urheberrecht vor der Generalfrage, und es ist echt eine Generalfrage, es ist eine immer und immer wieder auftauchende Frage, wie streng sind wir? Und diese Frage nach der Strenge nennt der Urheber Rechtler, was ist mit der kleinen Münze? Das ist ein etablierter Ausdruck im Urheberrecht. Schützen wir die kleine Münze, ja oder nein? Die Antwort ist prinzipiell ja. Und ich sage was ich oben schon mal gesagt habe. Und das ist eine gute Nachricht. Das heißt, wir akzeptieren auch als Musik, was nicht so gelungen ist und was jetzt nicht Beethoven ist, sondern irgendwie unten drunter, ja, Dieter Bohlen oder sowas. Wir akzeptieren auch als bildende Kunst, was nicht
Picasso oder irgendwie sowas ist, sondern was ein normaler Mensch gemacht hat. Wir akzeptieren auch als Wissenschaft, ja, wir akzeptieren als Wissenschaft Dinge, die nicht irgendwie in double-blind-gerateten A-Journals erschienen sind, sondern, sage ich immer wieder den Studierenden, ja, wenn sie hier eine Bachelorarbeit schreiben, dann ist das im Zweifel Wissenschaft und sogar wenn sie eine 4.0 drauf, vielleicht sogar wenn sie eine 5.0 drauf gekriegt haben, ist es denkbar, dass es Wissenschaft ist, dann ist es eben die kleine Münze. Das ist deswegen, wie ich finde, eine gute Nachricht, jetzt spreche ich auch als Richter, weil wir uns damit nicht zu den Entscheidern darüber machen, was Kunst sein soll. Wir sind ja bloß Juristen, ja, oder dass wir uns nicht zu entscheiden darüber machen sollen, was jetzt anständige, richtige Musik ist, sondern wir sind da eher großzügig und sagen, die kleine Münze wird auch geschützt. Das ist, wie ich finde, eine ganz menschenfreundliche, unelitäre Herangehensweise, wenn Sie so wollen, auch wenn ich natürlich weiß, dass da draußen massenhaft Menschen rumlaufen und sagen, was das? Das kann doch keine Kunst sein oder so, aber das ist eigentlich nicht die Position des Urheberrechts. Ich habe noch einige Fälle für Sie, da werden Sie das dann sehen. Wenn Sie zum Beispiel sehen, kommt später Heiratsannoncen, ja, wo jemand irgendwie veröffentlichte, keine Ahnung, gut situierter Mann um die 40 mit blauen Augen und schwarzen Haaren, irgendwie sowas. Ja. Und sogar das kann bereits vom Urheberrecht geschützt werden. So. Die Liste, die Sie hier sehen, ja, die sogenannte schlechte Musik ist auch Musik, die sogenannte schlechte Kunst, sogenannte schlechte Wissenschaft, von der es eine ganze Menge gibt, sogenannte schlechte Literatur, also so Groschen, Romane, so billiges Zeug und sowas, auch das ist urheberrechtsfähig und ich kann damit ganz gut leben. Meine Vorlesungen, ja, auch wenn sie eine Katastrophe sind, sind trotzdem als Sprachwerke geschützt. Und wenn mir alle Studierenden einschlafen, ja, bin ich immer noch Urheber meiner eigenen Vorlesungen. Wir haben es sogar mit Abstracts, also mit relativ kurzen, den wissenschaftlichen Arbeiten vorangestellten Zusammenfassungen. Auch die sind in sich bereits Wissenschaft, können Wissenschaft sein. Ihre studentischen Arbeiten und sogar das, was Sie hier vor sich sehen, meine Folien sind Teil meines Werkes. So, das waren gegriffene Beispiele, die mir gerade eingefallen sind. Frage, gibt es dann überhaupt irgendeine Untergrenze? Ja, klar, also natürlich, also irgendein aus zwei Strichen hingepinseltes Zeug ohne weitere Aussage, wahrscheinlich keine Kunst. Und wenn Sie durch den Mannheimer Bahnhof laufen und da läuft so eine komische, dann auch eben typischerweise nicht urhebergeschützte Musik, weil man da nämlich keine GEMA-Gebühren für bezahlen muss, dann sind wir also drunter. Aber die klingt einfach so, als hätte man irgendwie einen Affen ans Klavier gesetzt und sowas. Also das ist sozusagen denkbar, aber im Prinzip, wenn individueller menschlicher Ausdruck wahrnehmbar ist, dann ist es auch ein Werk. Je mehr Beispiele ich Ihnen bringe, desto klarer wird das vielleicht. Aber die große Linie, wenn, also gerade in der Klausur, ja, wenn man hinschreibt, auch die kleine Münze wird geschützt, kriegt man einen Haken dran, sagt man, okay, Sie haben begriffen, worum es geht. Dieser erste Fall ist ganz witzig, befasst sich noch nicht mit der kleinen Münze, sondern mit einem Kreativitätsanteil von genau null, also von Individualität einfach nicht vorhanden. Stammt aus Zeiten 1965, da war noch niemand von uns auf der Welt, als einige urheberrechtliche Dinge noch nicht so geklärt waren. Und es ging, da oben sehen Sie BGH, immerhin bis zum Bundesgerichtshof hoch. Heute ist das was mehr oder weniger klar durchgehen würde und sozusagen also die einfachste Konstellation. Sie haben ein Museum. Dort werden Skulpturen verkauft, in diesem Museumsshop, wie man heute sagen würde. Und diese Skulpturen sind kleinere Reproduktionen von verschiedenen Ausstellungsstücken. Stichwort Reproduktion, also etwas, was einfach nur 1:1 nachgebildet ist.
Jetzt haben wir einen Kunden, der sich da sowas kauft. Das ist der Kunstschnitzer Kuno. Den habe ich jetzt natürlich so genannt. Im Original war das jemand anders. Der erwirbt sowas. Und zwar der sogenannten Apfelmadonna. Die gibt es tatsächlich. Das ist ein Kunstwerk aus dem Jahr tiefstes Mittelalter, 1422. Jetzt haben sie also so eine ganze Kette, wenn sie so wollen. Ja, sie haben das Original aus dem Jahr 1422. Dann haben sie eine Replik davon, die kann man sich in dem Museumsshop kaufen. Die ist dieser Apfelmadonna nachgemacht. Und jetzt kauft unser Schnitzer das und schnitzt von Hand eine Reihe weiterer Nachbildungen und vertreibt diese Nachbildungen auf verschiedenen Märkten. So war das auch damals passiert. Das heißt, da hatte jemand diesen Gegenstand erworben, der seinerseits nachgebildet war, diesem originalen mittelalterlichen Stück. Und das Museum wollte, und das war dann der reale Gerichtsprozess, wollte das verbieten. Museumsleiter Müller möchte ihm dies aus urheberrechtlichen Gründen untersagen. Kann er? Fragezeichen. Ich glaube, wenn Sie mir in den letzten 20 Minuten zugehört haben, kommen Sie mit mir auf die Antwort: Nein, kann er nicht. Unser Kunstschnitzer darf das, was er da tut. Denn er verletzt kein Urheberrecht. Erstens, er verletzt kein Urheberrecht an dieser Reproduktion, die er im Museumsshop gekauft hat. Und das war im Grunde die entscheidende Frage. Warum? Diese Reproduktion ist eben selbst nur eine Reproduktion ohne Gestaltungshöhe. Da war niemand individuell tätig, sondern es ist einfach nur eine Nachbildung des Original-Apfel-Madonna-Stücks aus dem Mittelalter. Das heißt, an dieser Reproduktion besteht mangels Gestaltungshöhe 2 Absatz 2 Urhebergesetz kein Urheberrecht. Damit ist der Fall prinzipiell entschieden. Man kann noch hinten dran zur weiteren Aufklärung einen kleinen Satz tun. An dem Original aus dem Jahr 1422, das tatsächlich irgendwann mal ja jemand kreativ gemacht hat, besteht kein Urheberrecht mehr, denn dieses gilt nur 70 Jahre nach dem Tod des Originalkünstlers und so lange lebt nun wirklich keiner. So, das ist also relativ glatt und lustigerweise ist in den USA vor ein paar Jahren was passiert, was auf den ersten Blick genauso aussieht und sich dann aber in eine ganz andere Richtung bewegt. Das kommt jetzt. Dort in den Vereinigten Staaten, eine völlig irrwitzige Geschichte, hat die Post, die US Post, eine Briefmarke rausgebracht. Und auf die Briefmarke sollte drauf die Statue of Liberty, also die Freiheitsstatue, die im Hafen von New York steht. So. Und die Post ist davon ausgegangen, na klar, wir können die ohne Schwierigkeiten auf unsere Briefmarke drauf tun, ohne überhaupt irgendein Urheberrecht zu verletzen, einfach weil, ähnlich wie diese Apfelmadonna von gerade eben, diese Statue, die ursprünglich mal ein künstlerisches Werk natürlich ist, aber inzwischen schon lange nicht mehr urheberrechtsgeschützt ist wegen Ablaufes der Schutzfrist. Jetzt haben die aber aus Versehen als Vorlage für ihre Briefmarke nicht die echte Freiheitsstatue genommen, sondern sie haben, Sie sehen es hier, aus Versehen oder nicht dran gedacht oder es nicht gecheckt und nicht aufgepasst, eine kleinere Replik der Freiheitsstatue für ihre Briefmarke ausgewählt und die auf die Briefmarke draufgetan. Und diese Replik war von einem Künstler geschaffen worden. Also im Grunde ganz ähnlich wie unser gerade eben unser Fall mit der Apfelmadonna. Und jetzt kommt es auf die Frage an, besteht zwischen dieser kleineren Replik und der Originalfreiheitsstatue so ein nennenswerter Unterschied, dass man sagen kann, unser Künstler mit seiner Replik, der war kreativ, der hatte Gestaltungshöhe, der hatte individuellen Ausdruck, individuelle Schöpfungshöhe. Und das hat sich das Gericht angeguckt. Der Künstler klagt gegen die Post. Und es wird ein Sechser im Lotto für den, ja? Der klagt gegen die Post unter Berufung auf sein Urheberrecht, nämlich diese Replik der Freiheitsstatue, die auf den Briefmarken abgebildet war.
So, seine Replik habe keine schlichte Kopie, sondern ein eigenständiges, originelles Werk dargestellt. Der spricht die Sprache des 2 Absatz 2 Urhebergesetz. Das Gericht schaut sich beides an und gab ihm Recht. Die Replik unterscheidet sich deutlich. Ein Vergleich der beiden Gesichter zeigt, so der Richter, okay, dass sie verschieden sind. Hat der Typ mal 3,5 Millionen Dollar verdient? Wahnsinn. Und hier haben Sie das, was ich gerade eben schon angekündigt habe, die Heiratsanzeige als sozusagen Paradebeispiel für den Schutz der kleinen Münze. Das ist jetzt einfach nur zitiert aus einem Urteil, ich weiß nicht mal mehr von wem oder von wann. Das Gericht versucht, und sowas Ähnliches machen wir auch, versucht zu begründen, warum es einen Text, der eigentlich nicht so die oberliterarische Qualität hat, trotzdem als schutzfähiges, da individuelles, mit der nötigen Schöpfungshöhe ausgestattetes Werk ansieht. Nehmen Sie einfach diese typische Art und Weise im Urheberrecht im Rahmen der Gestaltungshöhe zu formulieren. Und danach erzähle ich Ihnen noch eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Die Annoncen der Klägerin, also Heiratsanzeige, ja, da steht irgendwas drin, da wird irgendjemand auf dem Heiratsmarkt sozusagen dargestellt, damit möglicherweise sich eine Partnerin oder umgekehrt ein Partner für ihn findet. So. Annoncen der Kläger. Ah ja, und wir hatten natürlich, dass Sie sich das vorstellen können, wo kommt das her? Irgendjemand hatte sich so eine Heiratsanzeige überlegt und fand dann bei der Konkurrenz genau die gleiche Beschreibung einer heiratswilligen Person. Das heißt, der Text war von einem Konkurrenten, von einem Konkurrenzunternehmen kopiert worden. Und darum kam es zum Streit. So, verstanden. Jetzt. Die Annoncen der Klägerin sind in Wortwahl und Stil gekonnt auf den angesprochenen elitepartner.de Personenkreis zugeschnitten. Schon darin individuell schöpferische Leistung. Klammer auf, Sie merken schon, ich habe ja gesagt, das ist im Grunde eine quantitative Beurteilung. Kommen wir über die urheberrechtliche Mindestanforderung oder bleiben wir leider drunter? Das heißt, das sind nie 100%, ja, sind nie 100%, wenn Sie auch später noch sehen. Sondern man muss es eben hin argumentieren. Es ist auch entgegen der Ansicht der Beklagten, die das kopiert hatte, nicht etwa so, hätte ich auch gesagt, wenn ich die gewesen wäre, dass die Texte durch die zu beschreibenden Personen weitgehend vorgegeben sind. Ist ganz nett, ja. Ist 40 Jahre alt, 1,80 groß, grüne Augen und verdient, keine Ahnung, 400 Euro im Monat oder irgendwie sowas. Ja? Nicht etwa so, dass das vorgegeben ist, wie das etwa bei einem Staubsauger gewesen wäre. Sehr nett, was das Gericht da sagt. Bei der Beschreibung und der Charakterisierung einer Person lässt sich nicht nur die nahezu unerschöpfliche Vielfalt der Sprache, sondern auch die ganze Bandbreite der menschlichen Wahrnehmung auf dem Heiratsmarkt zur Geltung bringen. So auch die Auswahl der Charaktereigenschaften. Ja, er ist humorvoll, er ist gebildet, er ist treu und er putzt den Fußboden. Ebenso wie deren sprachliche Umsetzung ein Beitrag zur individuell schöpferischen Leistung mit dem Ergebnis, diese Heiratsanzeige, die eigentlich nicht als Literatur gemeint gewesen war, sondern eben als Heiratsantrag, Heiratsanzeige, nicht Antrag, Heiratsanzeige, Entschuldigung, wurde von diesem Gericht als Literatur geadelt. Ich hatte mal einen Fall, und diejenigen von Ihnen, die zart beseitet sind, die sollten jetzt die nächsten 3 Minuten überspringen. Und diejenigen von Ihnen, die sehr tierlieb sind, sollten auch die nächsten 3 Minuten überspringen, denn das geht jetzt ein bisschen ans Eingemachte. Also ich hatte einen Fall zu entscheiden, der hieß bei uns am Lehrstuhl, als wir darüber diskutiert haben, der halbtote Hund. Eine Geschichte, wie sie das Leben schreibt und etwas, womit man zu tun hat, wenn man Urheberrecht macht, also der halbtote Hund. Klägerin ist ein Gewerbe, Kleinstgewerbe, Kleinst. Die bieten Haustier-Shootings an, also die haben so ein Fotostudio
Und da können die Leute hinkommen mit ihren Haustieren und die kriegen dann so ein schönes Foto gemacht, so liebevoll. Und die Situation war die, da wurde nicht mal viel Geld gefordert, viel Geld verdient, sondern die haben das alle aus Liebe gemacht. Und es ist ja schön, wenn Menschen was aus Liebe machen. Und dann wurde so erbeten, dass man statt Geld zu bezahlen, eine Spende an das örtliche Tierheim leistet und so weiter und so weiter. Gut. Jetzt hatten die, Stichwort halbtoter Hund, also klar, und es waren verschiedene Tiere, die man da hinbringen konnte, aber es waren meistens Hunde. Ja. Also die blöden Katzen halten ja nicht still und die Boas Constrictors sind auch jetzt nicht so die Supermodels. Ja. Also es waren meistens Hunde, so auch in meinem Fall, den ich zu entscheiden hatte. Sonderdienstleistung war, und darum jetzt eben halb tot, dass die Eigentümer von Tieren, wenn es mit dem Tier erkennbar dem Ende zugeht, ich habe ja gesagt, sie sollen sich das jetzt nicht anhören, oder holen sie ihre Taschentücher. Wenn es mit dem Tier also erkennbar dem Ende zugeht, sprich, das ist entweder schon sehr alt oder schon sehr krank, dann wurde so eine Art Sondershooting angeboten und das war verbunden mit einem Text. Also, dann hat die Anbieterin gesagt, kommen Sie am Lebensende Ihres Hundes zu uns und Sie kriegen von uns ein Erinnerungsfoto und dazu, und dann haben die miteinander so ein Gespräch geführt, ein auf Sie und vor allem auf Ihr Tier, auf Ihr am Lebensende sich langsam befindendes Tier zugeschnittenen, speziellen, individuellen Text. So. Ich habe ein paar von diesen Bildern, von diesen Texten gesehen und gelesen und das geht schon auf die 12 irgendwie. Ne? Also man sieht den Tieren meistens an, oh, das dauert nicht mehr lange. Und die Texte sind natürlich auf das Zielpublikum zugeschnitten, also sprich, die haben schon eben diese Taschentuchqualität, wenn ich es mal so ausdrücken darf. So. Und unser Streitgegenstand war ein Hund. Und dazu ein Text. Ich musste diesen Text oft lesen, weil es ging, wie Sie gleich natürlich ahnen, um die Kopie dieses Textes durch einen Dritten, ja? Also Urheberrecht natürlich. Also ein Text, der schon ein ziemlicher, das war aus der Perspektive des Hundes geschrieben, war dieser Text. Ja? Und war so sinngemäß, ich sage es jetzt natürlich nicht wörtlich, aber so sinngemäß. Ich weiß, oh, mein Computer, echt, der nervt. Entschuldigung. So, Entschuldigung für die kleine Atempause. Ich mache weiter. Also der Text war geschrieben aus der Perspektive des Hundes und so sinngemäß, ich Hund weiß, jetzt kommt bald das Ende des Regenbogens und ich kann schon nicht mehr so gut laufen, aber du, mein Frauchen, wenn du mit mir Gassi gehst, dann wartest du immer auf mich, weil ich weiß, dass du mich liebst und so weiter und so weiter. Also es war ein Text, der erfüllte seinen Zweck zu 100%. Das muss man so sagen. So. Jetzt kommt der Dreh ins Urheberrecht. Wir haben als Beklagte eine Anbieterin von Tierhalterzubehör. Und die ist kein Kleingewerbe, sondern da gibt es schon einen richtigen Kundenstamm. Da werden Dinge verkauft. Da gibt es also Futter für Pferde, irgendwie Zaumzeug und Hundehütten und also alles, was man eben so verkauft an Leute, die Haustiere haben und die mit Tieren zu tun haben. So. Und diese Gewerbetreibenden waren auf unseren Ausgangstext gestoßen und verbreiteten diesen Text in ihrer eigenen Kunden-App, die die unterhalten haben, wo also ihre ganze Kundschaft diese App hatte und sich immer über die neuesten Angebote informieren konnte. Und da wurde ausgerechnet zum Tag des Hundes wurde also dieser Text übernommen und hier ein Gruß von uns an unsere Kundschaft, etc. etc. Ist das nicht ein wunderbarer Text? Das heißt, die hatten diesen Text kopiert, an ihre eigene Kundschaft geschickt zur Kundenbindung, Kundenbetreuung, ja, wie man das eben so macht, hatten natürlich nicht kenntlich gemacht, wo sie den Text her hatten und was unsere Klägerin besonders geärgert hat, sie haben einen anderen Hund genommen. Sie haben also nicht unseren alten, kranken Hund, der auf dem Originalfoto drauf gewesen war, sondern sie haben sich einen anderen Hund mit einem anderen Namen, und zwar einen etwas hübscheren Hund, ausgesucht. Klar, sollte ja der Kundenbindung
Das hat unsere Originalverfasserin so geärgert, dass sie geklagt hat und das landete auf meinem Tisch. Und eine der Hauptfragen war diejenige, bei der wir jetzt genau sind. Die Beklagte hat nämlich behauptet, ach nee, das ist doch keine Literatur, das ist doch nur, und dann kamen so die üblichen Argumente, die man immer hat im Rahmen der Gestaltungshöhe, das würde also nicht ausreichen, sondern das war sowas, so sinngemäß, was man auf Facebook jederzeit lesen kann, irgendwie so. So. Und ich hatte zu entscheiden, Gestaltungshöhe ja oder nein. Und was habe ich gemacht? Ich habe die beiden Wörter kleine Münze in den Mund genommen, beziehungsweise nicht in den Mund, sondern in die Tastatur, wenn man so möchte. Und wir haben schlussendlich der Klage stattgegeben. Für die ökonomisch denkenden Menschen unter Ihnen, der ökonomische Wert von dem Ganzen war nahe Null. Ja, das waren nur menschliche Probleme, die da verhandelt wurden, und es war Herzblut, um das es ging, ja, um Liebe. Aber während des Prozesses, der bei mir immerhin in zweiter Instanz dann schon landete, ist ordentlich Geld in die Hand genommen für Anwälte, Gerichtskosten etc. etc. Okay, Sie können Ihre Taschentücher weglegen und wieder zuhören. Das war der halbtote Hund. Es folgt eine Reihe von Entscheidungen, bei denen die Gestaltungshöhe verneint wurde. Und Sie werden jetzt sehen, das sind oft die Sprüche. Ja? Also Sprüche, die gut kommen, die vielleicht witzig sind, die aber eben erstmal nur Sprüche sind und wo man sich dann fragt, ist das schon Literatur oder nicht? Das dauert jetzt ein bisschen, bis wir da durch sind. Ich will Sie nicht zu sehr verwirren. Ich zeige Ihnen nur immer wieder, dass man versucht, diese Untergrenze festzumachen, sagt prinzipiell kleine Münze ja. Aber dann, wenn es sehr kurz wird, das hatten wir ja auch schon mal bei den nassen Füßen, wenn es sehr kurz wird, muss es sehr kreativ sein. Ja? Je kürzer es ist, desto höher der Anspruch an die Kreativität, Individualität im Ausdruck. Dieser hier in Rede stehende, dann zum Schluss nicht geschützte Satz, früher war mehr Lametta. Da weiß ich jetzt nicht ganz genau, ob wir das gleiche kulturelle Wissen teilen oder ob Sie da einfach zu jung dafür sind. Es gab mal einen deutschen Humoristen namens Loriot, wie Sie hier sehen, der ganze Name ist Bernhard Viktor Christoph Karl von Bülow. Was für ein Name. So, und der hatte im dritten Absatz hier diesen Sketch Weihnachten bei Hoppenstedt. Das ist sowas, in meiner Kindheit hat man sowas angeguckt. Ja. Und da gibt es den Opa Hoppenstedt und der beschwert sich mit dem Satz, früher war mehr Lametta. Dass der Film, das war ein Film, ja, so ein Sketch, verfilmter Sketch, dass der Film als Ganzes urheberrechtsgeschützt ist, ist keine Frage. Aber darum geht es hier nicht, sondern die Antragsgegnerin, zweiter Absatz, vertreibt T-Shirts und andere Produkte mit dem simplen Aufdruck, früher war mehr Lametta. Und die Assoziation ist zumindest bei mir da. Ich sehe diesen Spruch und denke an diesen alten Film. So. Die Antragstellerinnen, die stammen, ah ja, das steht hier oben im Essen, sind Alleinerbinnen von dem Loriot, also Urheberrecht 70 Jahre nach dem Tode. Dann sind dann die Erben diejenigen, die davon profitieren und die oft eben auch die Rechte geltend machen. Die waren der Auffassung, dass gegen Urheberrecht verstoßen würde. Ich bin jetzt unten. Unterlassungsanspruch, lass das, verkauf diese T-Shirts nicht mehr aus 97 Absatz 1 Satz 1 Urhebergesetz. Den haben wir uns schon angeguckt in der letzten Vorlesung, ja, Anspruchsgrundlage. In Verbindung mit 1922 BGB, das ist Erbrecht, das braucht Sie jetzt nicht zu interessieren. Das Zitat sei urheberrechtlich schutzfähig, da es eine eigene Werkqualität im Sinne des 2 Urhebergesetz aufweise. Und jetzt geht die Prüfung wieder los, ja, diese drei Schritte, ich kann es ja mal machen. Erstens persönlich, ja, der Loriot hat sich das ausgedacht, das war ein Mensch. Zweitens ist es schon sozusagen ein Ausdruck, nicht nur eine bloße Idee, oh ja, sehr wohl, das war ein Ausdruck, das wurde so in dem Film gesagt. Bleibt drittens und letztens die Schöpfungshöhe,
die das Gericht hier verneint hat. Und ich hätte das wohl anders als bei dem halbtoten Hund genauso gemacht, denn ist schon sehr, sehr kurz. Ja, früher war mehr Lametta. Die geben sich ordentlich Mühe bei der Begründung. Seine Besonderheiten, Originalität erfährt dieser Satz durch die Einbettung in den Sketch. Blende man aber diesen Sketch aus und auch den Umstand, dass das von dem berühmten Loriot stammt, handelt es sich um einen alltäglichen und belanglosen Satz, der, und dann haben sie ordentlich nochmal interpretiert, das ist natürlich schon stark, der entweder nur sagt, dass man früher mehr Lametta benutzt hat, oder unter Verwendung als Metapher, dass früher allgemein mehr Glanz, festliche Stimmung oder ähnliches stattgefunden hat. Und sie argumentieren noch ein bisschen weiter, können Sie selber lesen. Lehnen, wie oft bei diesen kurzen Sätzen, siehe die nassen Füße, lehnen die Gestaltungshöhe ab. Speaking of nasse Füße, da sind sie wieder. In gewisser Weise schulde ich Ihnen einfach dieses Urteil, aber wir haben das ja letzte Woche bereits gemacht. Die haben sich also gestritten, die beiden, wenn das Haus nasse Füße hat, als Untertitel eines Buches über Mauerwerks Trockenlegung, so war es original, verwandt worden. Und die Verletzerin hat auf ihrer Webseite ebenfalls für Mauerwerks Trockenlegung ebenfalls diesen Spruch verwendet. Jetzt war die Frage, kann die das einfach? Markengeschützt ist es nicht, hat niemand eintragen lassen, ist überhaupt niemand auf die Idee gekommen, wie oft. Also bleibt nur das Urheberrecht, das ja formlos entsteht. Und das OLG Köln, wow, immerhin Oberlandesgericht, ja, sagt sehr schön, je kürzer ein Text sei, umso höhere Anforderungen an die Originalität, ich hätte auch gesagt eventuell Individualität, aber gut, ja, um noch eine eigenschöpferische Prägung annehmen zu können. Jurasprech. Auf diese Weise wird zugleich sichergestellt, dass einfache Redewendungen der Alltagssprache für den Allgemeingebrauch freigehalten werden. Das ist natürlich der Hintergrund. Ja? Also wenn wir sagen, ist nicht urheberrechtsgeschützt, dann machen wir natürlich, sorgen wir ein bisschen auch für Freiheit. So. Was ich mag, sind diese beiden Bemerkungen, die da unten kommen. Das eine in der Klammer. Das mit den nassen Füßen ist zu schlicht, sagen sie. Und dann, es ist daher nicht mit dem Karl-Valentin-Zitat. Und der Karl-Valentin hat mal diesen völlig irren Satz dann noch bajuwarisch eingefärbt. Natürlich, mögen hätte ich schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Der Wortakrobatik. Da hat man tatsächlich gesagt, das ist was Besonderes. Und das wurde tatsächlich dann auch als urhebergeschützt angesehen. Nochmal, ich habe es schon oft gesagt, sind alles keine 100%. Ja? Sagt der eine so, sagt der andere so. Aber okay, Wortakrobatik, das haben wir hier bei den nassen Füßen nicht. Und dann hat das Gericht noch in Wikiquote reingeguckt und hat gesehen, da gibt es ein Quote, ein Zitat, ein Sprichwort, wer am Fluss baut, muss mit nassen Füßen rechnen. Und dann haben sie gesagt, guck mal, das steht sogar schon so ähnlich auf Wikiquote. Und im Ergebnis wird es das Ergebnis, das wir von der letzten Woche kennen, keine Gestaltungshöhe. Keine ausreichende Gestaltungshöhe. Noch zwei Urteile zu diesen Sprüchen. Vielleicht schreiben Sie ja mal was Originelles und sagen, boah, bin ich witzig? Und dann fragen Sie sich, habe ich an diesem coolen Spruch eigentlich ein Urheberrecht? Bis jetzt ist bei diesen kurzen Sprüchen die Antwort in der Tendenz nein. Und so wird es jetzt bei diesen beiden auch sein. Die Klägerin arbeitet als Schaustellerin, also so ein Fahrgeschäft, ja, auf der Wiesn. Die Beklagten sind Mitglieder einer deutschen Hip-Hop-Band. Das sind die Orsons, die Orsons, die Tour, Cars, Meckes, Bartek, diese Typen. Die kennen Sie nicht? Ich auch nicht. Egal, inhaltlich geht es um die Worte, ja und jetzt bringen wir wieder Schwung in die Kiste, hey, ab geht die Post, let's go, let's fest, volle, let's fetz, volle Pulle, volle Power, wow, super. Also mich langweilt es so ein kleines bisschen, dass man jetzt da ernsthaft darüber nachdenkt, ist es urheberrechtlich geschützt? Antwort ist nein.
Die Klägerin sagt, sie macht da was Besonderes, das ist deren Gewerbe, das ist perfektioniert und so weiter und so weiter. Das Landgericht München weist das ab, keine Schöpfungshöhe, also genau wo wir sind, das lose willkürlich aneinander haben. Warum habe ich Ihnen das da trotzdem drauf gemacht? Weil die unten im letzten Absatz einen schönen Überblick geben. Ersichtlich sei diese Wortfolge, let's fetz, super, volle Bulle, bla bla bla, vergleichbar mit den schutzlosen Zeilen Samba, ha ha ha, Aike Samba de Janeiro, OLG Hamburg, bla bla bla, auch nicht geschützt. Oder wir fahren, fahren, fahren auf der Autobahn, ebenfalls nicht geschützt, zu belanglos, zu wenig Gestaltungshöhe. Und jetzt bringen die noch die Gegenbeispiele von den Wortakrobaten, wo man dann doch gesagt hat, das sei schützenswert, nämlich, uiuiui, vom Ernst des Lebens halb verschont ist der schon, der in München wohnt. Also okay, es reimt sich. Dann ist es vielleicht so eine Art Gedicht. Kleine Münze, Schöpfungshöhe, Gestaltungshöhe erreicht. Also, das ist jetzt echt kein 100%. Aber gut, hat das Oberlandesgericht München natürlich dann, klar, der in München wohnt, vom Ernst des Lebens halb verschont. Von mir aus. Und wieder das berühmte Karl Valentin Zitat, siehe gerade eben, Wortakrobatik. Letztes Beispiel, ich habe in die Überschrift geschrieben, UGC, User Generated Content, siehe letzte Vorlesung, Repost etc. Also das ist sozusagen das, was am nächsten dran ist an demjenigen, der einfach mal schnell was raushaut, ins Netz schreibt und dann plötzlich stellt er fest, hoppla, das gefällt den Leuten. Und dann plötzlich stellt er fest, und plötzlich geht es los, irgendjemand druckt das auf T-Shirt ab, aber eigentlich ist es doch mir eingefallen. Ja. Und dann, klar, und dann bleibt einem nur das Urheberrecht und dann ist die Frage, bin ich oberhalb der Grenze der notwendigen Gestaltungshöhe? Hier geht es um den Spruch, der nett ist. Wann genau ist aus Sex, Drugs und Rock'n'Roll eigentlich Laktoseintoleranz, Veganismus und Helene Fischer geworden? Fragezeichen. Der ist schon gut. Ja. Okay, und der schreibt den bei Twitter rein, freut sich über seine Retweets, ja, und über die Likes, gewinnt eine Million neue Freunde und irgendwann findet er die gewerbliche Nutzung durch jemand anders auf Postkarten. Sehen Sie da, ne? So. Und jetzt sagt er, das darfst du nicht, das darfst du nicht. Das war mein Witz. Das war mein Witz. Frage, Schöpfungshöhe. Landgericht Bielefeld sagt, nicht genug Schöpfungshöhe. Grundsätzlich kein Mindestumfang. Ich bin jetzt ungefähr in der Mitte. Kürze könne jedoch als gewisses Indiz gegen einen Urheberrechtsschutz sprechen. Das ist ja das, was ich die ganze Zeit sage. Je kürzer, desto höher die Anforderungen an die Individualität, an die Originalität. Und ja, lesen Sie es durch. Dieser Mensch hat einen guten Spruch rausgehauen, aber das war es dann auch. Er ist nicht Millionär geworden, anders noch als bei demjenigen, der die Freiheitsstatue repliziert hatte und dann das Glück hatte, dass die amerikanische Post aus Versehen sein Kunstwerk auf die Briefmarken getan hat. So, damit beende ich mit diesem etwas melancholischen Bild die Gestaltungshöhe und damit den 2 Absatz 2. Eine Klausur, die ich korrigiert habe. Wenn man genau hinguckt, sieht man Patentrecht und der Student oder die Studentin, ich weiß es nicht. Das ist ein Handyfoto von mir, ja. Ich habe Klausuren korrigiert, da werde ich eh immer ein bisschen melancholisch. Und die Teilfrage hat nur einen von 7 Punkten gekriegt. Da fragt man sich jetzt Wissenschaft. Nee, wohl eher wahrscheinlich dann irgendwie doch nicht. Und dann wurde mir noch dieses schöne Bild unten drunter auf die Klausur gemalt von dem Bearbeiter oder der Bearbeiterin, der oder die offenbar selber wusste, ich kann mit meiner Bearbeitungszeit auch irgendwas anderes anfangen. Kunst. Das da unten ist klare Kunst. Oder vielleicht doch nicht. Keine Ahnung. Kleine Münze. Damit münde ich auf die Zielgerade dieser Vorlesung ein und beschäftige mich zum Abschluss
mit den im Urheberrecht nicht vorhandenen Schutzhindernissen. Warum mache ich das? Naja, zum einen in den anderen Immaterialgüterrechten gibt es diese Schutzhindernisse. Insofern ist es ganz okay, das zu kontrastieren. Zum anderen aber mache ich es auch, weil ich es kann. Das, was jetzt kommt, dafür nehme ich mir noch mal ein paar Minuten, weil ich es kann und weil ich es interessant finde. Und vielleicht finden Sie es auch interessant. Es geht los hier bei den Graffitis. Ja. Es bietet mir noch mal schon ein bisschen auch so Anlass für rechtspolitische Erwägungen. Und ich gestehe Ihnen ganz ehrlich, als ich mit dieser Vorlesung angefangen habe, war das, was jetzt kommt, das hat 20 Sekunden gedauert und fertig. Jetzt werde ich mir nehmen. Warten Sie mal ab. Entweder Sie finden es einfach nur fade oder aber der oder die ein oder andere von Ihnen dockt dann nochmal mit mir an die sich ergebenden Erwägungen an. Schauen wir mal. Sprayer Toni. Ist das Kunst oder kann das weg? Der Sprayer Toni besprüht, kommt jeden Tag 100 Mal vor, einen Zug des RNV, 12 Waggons, das ist aber viel Farbe, mit einem komplexen, bebilderten und beschrifteten Graffiti. Ich weiß nicht, ob Sie merken, da drin kommt schon so mein Hinweis, so ein kleines bisschen, okay, das ist kein Allerweltsding, sondern da hat jemand mit Kreativität gearbeitet. 6 Nächte arbeitet er daran. Weiterer Hinweis in die gleiche Richtung. Der RNV erstattet Strafanzeige und er will das Graffiti auf seine Kosten entfernen lassen. Der Toni hingegen, unser Sprayer, sieht sich als Künstler. Was eine für den Rhein-Neckar-Verbund völlig unverständliche Aussage ist, die sofort zur Schnappatmung führt. Toni beruft sich auf sein Urheberrecht. Der Rhein-Neckar-Verbund ist der Meinung, das ist eine kriminelle Handlung, das kann ja wohl nicht sein, dass das urheberrechtlich geschützt werden soll. Rechtslage? Fragezeichen. In einer urheberrechtlichen Klausur kann ich diesen Fall leider nicht so richtig bringen, denn diese Rechtslage führt uns zumindest am Anfang aus dem Urheberrecht weg. Und die meisten von Ihnen sollten eigentlich, das wäre jetzt wieder eine schöne Situation für eine Live-Vorlesung, für eine reale Hörsaalvorlesung, die meisten von Ihnen sollten eigentlich den ersten Ansatzpunkt, nämlich die Frage, ob das Graffiti auf Tonis Kosten entfernt werden muss, da sollten Sie eigentlich mit Ihrer Vorbildung, die Sie vor dieser Vorlesung bereits gehabt haben sollten, da sollten Sie eigentlich einen Ansatzpunkt haben. Denn diese erste Frage spielt nicht im Gebiet der Immaterialgüterrechte und des Urheberrechts, sondern sie spielt im Gebiet des materiellen Eigentums. Und das ist das BGB. Die Frage am Anfang ist nämlich diejenige, und darum kann ich es leider nicht in meine Urheberrechtsklausur zumindest nicht so bringen, ist nämlich diejenige, hat der Rhein-Neckar-Verbund gegen den Toni einen Anspruch auf Schadensersatz, also Säuberung von diesem Zug, aus, ganz einfach, Paragraf 823 BGB, also Recht der unerlaubten Handlung. Bei Ihnen, wenn Sie hier schon im Bachelor waren, war das die Zivilrechtsvorlesung im Bachelorbereich. Und dieser Anspruch, der geht so glatt durch wie nur irgendwas. Da braucht man eine absolute Rechtsverletzung, die muss schuldhaft und widerrechtlich sein. Da habe ich überhaupt gar kein Problem. Der Toni verletzt das Eigentum, und zwar schuldhaft, und zwar nicht fahrlässig oder so, sondern vorsätzlich verletzt das Eigentum an diesem Zug dieses Rhein-Neckar-Verbundes und macht sich damit schadensersatzpflichtig. Das führt dann in 249 BGB, Naturalrestitution, beziehungsweise er muss dafür aufkommen, dass jemand anders das sauber macht, etc. etc. Das heißt, dieser Anspruch besteht. Das ist der langweilige Teil, wenn Sie so wollen. Jetzt kommt der urheberrechtliche Teil.
Und da ist natürlich schon die Fragestellung eine ganz andere. Und jetzt muss man so sich ins Urheberrecht hineindenken und muss sagen, okay, dieser Toni behauptet, er sei Künstler, er habe ein Urheberrecht. Was ist denn dann eine mögliche Formulierung von Rechten oder von Ansprüchen, die der hat? Und Sie haben es ja auch schon so ein bisschen gehört im Laufe dieser Vorlesung. Was kann der Urheber? Der Urheber hat ein Ausschließlichkeitsrecht und kann Dritten spezifische Werknutzungen verbieten und dann an allererster Stelle Copyright, die Kopie und die Weiterverbreitung. Das hieße, dass urheberrechtlich gefragt zu prüfen wäre, ob der Toni dem Rhein-Neckar-Verbund eine Kopie des Werkes untersagen könnte. Das heißt, wir müssen uns jetzt so eine Konstellation denken, in der diese Zuggesellschaft plötzlich auf die Idee kommt, so hässlich ist das Graffiti eigentlich gar nicht. Und wir wollten sowieso mehr junge Kundschaft anziehen. Dann wäre es doch eigentlich mal ganz toll, dann könnten wir nämlich von diesem Graffiti ein Foto machen und das in unsere Imagebroschüre reintun oder noch besser auf unsere Webseite und könnten zeigen, was für ein modernes, junges und hippes Unternehmen wir sind. Und dafür kommt uns dieses Graffiti gerade recht. Und das könnte der Toni denen nach 97 Urhebergesetz, also Unterlassensanspruch, untersagen, macht das nicht unter der Voraussetzung, dass das ein Werk wäre. Und jetzt sind wir im Urheberrecht drin und jetzt gucken wir uns an, Literatur, Wissenschaft, Kunst. Hier kommt nur Kunst in Betracht und dann sind wir in dem 2 Absatz 2 und das persönlich, Ausdruck, Gestaltungshöhe, mache ich drei Plussens hinten dran und stelle fest, das wäre ein Werk und er könnte denen eine eventuelle Kopie und eine weitere Nutzung dieser Kopie untersagen. Und man sieht wunderschön die Welt der Sachen und die Welt der immateriellen Güter. Und es ist nur auf den ersten Blick widersprüchlich. Na, okay, man muss kurz ein bisschen drüber nachdenken. Aber zu sehen, einerseits macht er sich schadensersatzpflichtig in der Welt der Sachenrechte, in der Welt des materiellen Eigentums, in der Welt des BGB, in der Welt des 823 BGB unerlaubte Handlungen. Andererseits ist er aber Urheber und kann, falls davon Bilder gemacht werden, bevor der Zug gesäubert wird, A, die Kopie seines Werks auf Bildern und B, deren weitere Nutzung, wo auch immer es sei, untersagen. Ist auf den ersten Blick schizophren und ich gebe Ihnen gerne zu, dass der Mann auf der Straße sagt, sowas können sich nur Juristen ausdenken, aber auf der anderen Seite ist es ganz konsequent. So, jetzt haben wir den Fall also gelöst und jetzt kommen so ein paar allgemeine Erwägungen. Erstens, da am linken Rand steht Schutzhindernisse, Fragezeichen. Und wir haben das jetzt inzident beantwortet, nur dass Sie es schon mal mitgekriegt haben und das ist gut für einen Überblick über das Immaterialgüterrecht insgesamt. Bei den gewerblichen Schutzrechten, Patent, Design, Marke, haben wir Schutzhindernisse. Nämlich Marken, die gegen die guten Sitten verstoßen, Patente, die gegen die Erfindungen, die gegen die guten Sitten verstoßen, Designs, die und so weiter und so weiter, werden nicht geschützt. Das sind Schutzhindernisse. Im Urheberrecht haben wir das nicht. Das heißt, im Urheberrecht führt das dazu, etwas kann kriminell sein, Sachbeschädigung sein und trotzdem Kunst. Und da drin steckt was von Kunstfreiheit. Und wenn wir das ganze Urheberrecht denken, auch von Literaturfreiheit und von Wissenschaftsfreiheit. Das heißt zweitens, dass diese Frage hier, ja, Kunst oder Sachbeschädigung, wie ein normaler Mensch sie stellen würde und wie sie auch in den Zeitungen gefragt wird oder im öffentlichen Diskurs, dass diese Frage falsch gestellt ist. Es geht nicht um ein Entweder-Oder. Es ist durchaus denkbar, ein sowohl als auch. Sowohl Sachbeschädigung als auch Kunst, weil keine Schutzhindernisse im Urheberrecht. Und ich möchte drittens noch bemerken, dass das natürlich
wie manchmal im Recht mit dem, sagen wir mal, Rechtsgefühl der Menschen möglicherweise nur schwer in Einklang zu bringen ist. Ja, also was, so ein Schund und noch dazu kriminell und so, und das soll Kunst sein? Naja, um diesen Weg mitzugehen, muss man eben das Materielle, die materielle Seite, das materielle Eigentum, das beschädigt wurde, und das Immaterielle, das Recht an dem Werk, überhaupt erstmal voneinander trennen können. Und das ist relativ viel erwartet. Und man kann den Fall noch ein bisschen weiter treiben. Ja, angenommen, das wäre jetzt nun ein Graffiti gewesen, nicht an einem Zug, sondern an irgendeinem Gebäude, was den Menschen am Herzen liegt. Ja, also nehmen Sie ein religiöses Gebäude oder nehmen Sie ein kommunales Gebäude, was gerade erst für viel Geld errichtet worden ist, für Geld des Steuerzahlers. So, und dann steht das 2 Tage, ist frisch eingeweiht, und in der dritten Nacht kommen die Sprayer und machen da erstmal ordentlich was drauf. Ja. Das ist klar, wenn Sie dann ein Mikro in die Hand nehmen und durch die Fußgängerzone laufen und die Leute fragen, ist das für Sie Kunst? Dann sagen die Ihnen, nein, das ist keine Kunst, das gehört verboten und die gehören ins Gefängnis. Naja, die Wahrheit ist, es ist verboten. Und okay, Gefängnis ist ein bisschen übertrieben, aber es ist verboten und es ist auch eine strafrechtliche Sachbeschädigung. Aber es kann trotzdem Kunst sein. Was mich zu meiner letzten Bemerkung bringt, die auch jetzt so ein bisschen ins Politische, Rechtspolitische hinüberlappt, verkürzt, das ist natürlich ein gewisser Luxus. Und dieses Kunstverständnis und auch dieses Rechtsstaatsverständnis, das muss sich eine Gesellschaft leisten können. Und das ist nicht sicher. Mich bringt drauf das Buch, das ich gerade lese, aus dem Sie hier einen Screenshot haben. Das spielt in Nordirland, also in Belfast, um genau zu sein, in den 80er Jahren, zur Zeit, als dort die Troubles waren. Also eine extrem blutige Auseinandersetzung zwischen den Loyalisten auf der einen Seite und den Republikanern auf der anderen Seite, dann noch zwischen Protestanten und Katholiken, mit Bomben, mit Kaufhäusern, die in die Luft gesprengt werden, mit Kindern, die auf dem Schulweg angegriffen werden, mit Menschen, die tagtäglich um ihr Leben gefürchtet haben, mit Polizei und Fahndungsplakaten an allen Ecken und Enden. Also richtig, richtig, richtig aufgeheizt. Ich lese also diese Zeile hier. Ja. Wir kommen an dem riesigen Wandbild der Ulster Volunteer Force vorbei. Darauf 2 Terroristen, die auf Drachen reiten und eine Kalaschnikow in den Händen halten. Und ich lese diese Zeile und muss natürlich sofort an meine Urheberrechtsvorlesung denken und an die Graffitis. Nun übertragen Sie das raus aus dem Belfast der 80er Jahre des letzten Jahrhunderts, aus dem nordirischen Konflikt, der jetzt ja übrigens anlässlich von Brexit plötzlich wieder auf die Tagesordnung kommt. Und nehmen Sie ein Krisengebiet heute, ja, also wo es Terrorismus gibt, wo es Milizen gibt und so weiter und so weiter. Sie können sich ein Krisengebiet aussuchen. Es gibt ja genug, aber schon was Ernstes, also jetzt nicht Pirmasens oder sowas. Und wenn dann die Milizen mit den großen Zeichnungen an den Wänden ihr Gebiet markieren sozusagen und drumherum die Menschen um ihr Leben fürchten müssen, dann brauchen Sie sich nur kurz vorstellen, was passieren würde, wenn ich da aufschlage und sage, hallo, schönen guten Tag, mein Name ist Michael Hassemer, ich bin ein Urheberrechtler aus Deutschland. Und diese Kalaschnikow ist aber mal schön gezeichnet und der Drachen und so weiter. Für mich ist das Kunst und daran besteht Urheberrecht. Ich vermute mal, ich wäre mit einem Bein im nordirischen Gefängnis gelandet und das ja in gewisser Weise auch verständlich. Woraus man also sehen kann, dass, und das ist natürlich nicht klausurrelevant, aber vielleicht Gedankenfutter, woraus man also sehen kann, dass eine Gesellschaft sich so eine Art von Kunstverständnis
schon erlauben können muss und dass es in der Tat einen gewissen rechtsstaatlichen Luxus darstellt und dass umgekehrt Gesellschaften, die sich in Situationen der Bedrohung oder des Krieges, sei es nach innen oder nach außen befinden, dass die im Zweifel, sagen wir mal, ein anderes Rechtsstaatsverständnis mitbringen. Ja, und da würde dann genau anders als bei uns derzeit der Satz gelten, das ist kriminell und darum kann es keine Kunst sein. Auch eine Möglichkeit. Damit letzte Folie, juristisch gesehen ein Nichtfall, aber es ist trotzdem ein klein bisschen komisch, wenn ich das sagen darf. Es geht um den Banksy, der also ja weltweit einer der angesagtesten Künstler ist. Niemand scheint seine genaue Identität zu kennen. Man weiß nicht mal genau, ob männlich oder weiblich. Man weiß allerdings, seine Street Art bringt Millionen ein. Und der hat also die Londoner U-Bahn verschönert, davon ein Video gemacht, das entsprechend erfolgreich war. Und jetzt in der Mitte in der U-Bahn sind die Bilder nicht mehr zu sehen. Sie wurden von Reinigungskräften weggewischt. Und der Sprecher der Verkehrsbehörde sagt, wegen unserer strengen Anti-Graffiti-Politik beseitigt. So, Sie haben es nicht gewusst, wer es gewesen war. Kunstexperten schätzen den Wert der vernichteten Werke auf bis zu 7,5 Millionen Pfund. Na, da hätten Sie in meiner Vorlesung doch mal besser ein bisschen aufgepasst, ne? Ist eine Sachbeschädigung, aber Vorsicht kann trotzdem Kunst sein. So, Sie haben mitbekommen, der Campino Cliffhanger aus der letzten Vorlesung hängt noch immer. So ist das bei meinen Cliffhangern. Die halten ziemlich lange durch. Wenn mir inzwischen drin was zu essen und zu trinken gibt, dann schaffen die das schon mal ein paar Wochen. Mal gucken, wie lange er noch dort hängen wird. Danke für die Aufmerksamkeit.